Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde. Ja, sicherlich, klar, Parkshow. Aber was ist das? Was ist das? Wir haben doch überhaupt nicht Donnerstag. Was ist denn da los, meine lieben Freunde? Ja, wir haben Dienstag und den ersten Weihnachtsfeiertag und die Geschenketour reißt nicht ab. Gestern gab es Funlibi, heute direkt eine Parkshow. Wow, Highlife hier auf meinem Channel. Leute, und es ist tatsächlich eine riesen Parkshow, eine wunderbare Parkshow. Die Parkshow. Denn wir gucken uns heute Pixel Land an. What? Er ist endlich fertig geworden. Der gute Pixel Wes ist fertig geworden. Und der gute Pixel Wes, wie wir alle wissen, kommt ja aus den Niederlanden. Deswegen sage ich schon mal, welcome. Ja, und ich kick uit nach dit Park. Warte mal, spricht man das so aus? Ich kick uit nach dit Park. Ja, ich freue mich auf diesen Park. Ich freue mich sehr auf diesen Park. Denn wir wissen, Pixel West ist mit natürlich NPC und den ganzen anderen riesen krassen Typen. Aber er gehört mit zur Elite. Ja, Silver Red, Rudy, alle sind sie dabei. Diese riesen Freaks, ja, nenne ich sie. Sie sind alles Cheater. Ich weiß nicht, was sie da, wie sie das machen, aber Pixel West gehört auf jeden Fall mit zu den Riesenerstellern, zu den Top-Erstellern. Und ich bin einfach nur froh, dass wir uns heute Pixel Land. Ach, guck mal, da kommt direkt Feuerwerk. Wir haben doch noch gar nicht Silvester und ihr seht schon die Framerate, meine lieben Freunde. Die knallt hier komplett unter die Decke, also nach unten hin. Ach, guck mal, mit Totenköpfen sogar. Ich bin einfach nur gespannt auf diesen Park. Es wird natürlich ein Ruckelfest werden. Ich habe die Leute schon nach Hause geschickt, damit es ein bisschen besser wird. Aber ihr seht es schon, es wird nicht viel besser. Der gute Pixel West wollte mal einen realistischen Park bauen und das sehen wir hier auch direkt. Wir werden nämlich direkt hier mit einer Straße konfrontiert, die hier zum Parkbereich führt. Und das ist natürlich alles sehr, sehr realistisch hier. Das sehen wir schon hier. Was soll das, Pixel? Das macht doch die Performance kaputt. Warum sind hier 1000 Lichter auf dem Ding? Man weiß es nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Guck mal, er hat sogar Lichter an die fucking Autos gebaut. What? Hier, was ist da denn los? Pixel, ey, hast du nichts zu tun? Mann, Mann, Mann. Ihr seht auch schon, dass es ein erheblicher Teil des Parks hier ist. Dieses ganze Parkhaus-Gedöns und Parkplatz. Alter, das ist echt nicht klein. Also das muss man schon mal sagen. Da sind schon mal einige Teile, die hier alleine für den Parkbereich draufgegangen sind. Aber gut, ist ja auch nicht schlecht. Er wollte halt wirklich tatsächlich einen sehr realistischen Park bauen. Und wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, einen besseren Parkbereich habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Also das ist schon sehr, sehr geil hier. Hier geht's zum Park natürlich. Eine schön überdachte Zuleitung. Das ist sehr schön. Hier ein Riesenkreisel, ja, ein Verteiler. Sehr gut. Und natürlich hier auch mit den Straßen natürlich alles picobello. Hier kommen die Autos her. So, und dann geht's hier. Ist da noch ein Resort oder was? Kleines Hotel. Das gehört, glaube ich, gar nicht zum Park. Das ist alles jetzt hier so Peripherie. Nennen wir es Peripherie. Hier schönes Diner oder was? Ribbon. Just Ribbon. Also hier kriegst du dein Ribeye Steak. Wahrscheinlich schön auf dem Holzkohlegrill gebraten. Und dann hier ein kleines Side-Hotel irgendwie, was wohl in der Nähe einfach des Parks aufgebaut wurde, aber selber mit dem Park gar nichts zu tun hat. Was sind das hier für Leute? Der hat da auch irgendwelche Leute hingebaut. Why not? Also wie gesagt, auch die Peripherie. Jetzt geht die Sonne auf, sehr schön. Peripherie hier, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Und hier sogar auch eine Tankstelle, oder was? Sogar eine Tankstelle. Und wir sehen im Hintergrund natürlich jetzt auch mal langsam den Park. Ja, da sind die ersten Achterbahnen, die uns hier die Skyline versüßen. Und hier haben wir Gulpi. Aber ich dachte, Gulpi ist keine Tanke, sondern was zu trinken. Naja, man weiß es nicht. Aber cool. Auf jeden Fall auch mal eine Tanke hier zu sehen. Wie hat er das gemacht? Warte mal. Nicht sicher. Aber dieser Junge schafft einfach alles. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ist auf jeden Fall die erste Tanke, glaube ich, die wir begutachten dürfen. Natürlich auch hier eine kleine Essensmöglichkeit für die Leute, die hier tanken. Ja, und dann gehen wir jetzt auch mal Richtung Park, oder? Wir gehen jetzt mal Richtung Park. Denn auch
Vor dem Eingang ist hier Peripherie, was jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt dann offiziell zum Park gehört oder nicht, aber wir sehen jetzt hier, das sieht ja schon einfach quasi aus wie eine Main Street, ist aber eigentlich noch nicht im Park. Also hier kannst du auch ohne Ticket lang und hier schon mal genießen. Was sollen die Ampeln denn hier? Man weiß es nicht. Aber es scheint so ein bisschen amerikanische Main Street hier zu sein. Ja, die Ampeln, das deutet alles ein bisschen darauf hin. Aber warum nicht? Ja, warum nicht? Auch mal hier schön vor dem Park was gebaut. Das muss man auch erstmal machen können. So, dann geht's hier zu den Ticketshops. Hier kommt man lang, wenn man geparkt hat. Sehr schön. Also auch drei große Ticketshops hier. Und ein schöner, großer Plaza, der uns hier empfangen, der uns hier willkommen heißt. Das wollte ich sagen. Ja, ich habe lange nicht mehr aufgenommen, wie ihr merkt. So, hier ein Riesenhotel. Ja, folgt natürlich PixelWest. PixelWest89 hier. Twitter, Instagram, was weiß ich, was da alles gibt. Es gibt viel. So, und das hier scheint dann ein großes Hotelkomplex-Dings zu sein, oder was? Großer Hotelkomplex. Was ist das? Gucken wir gerade mal nach hinten noch. Das ist ja auch wieder dann quasi Peripherie. Naja, hier ist ein Hotel. Ein riesen Oschi einfach. Wow. Okay. Ja. Sehr cool. Kann man durchfliegen. Aber hier drin ist natürlich nichts. Außer Hotelräume und Restauranträume wahrscheinlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und dann jetzt, Leute, jetzt gehen wir mal rein jetzt. Jetzt sind wir hier schon 7 Minuten gleich dran, ja, und haben das eigentliche Herzstück noch gar nicht begutachtet und gesehen. Pixelland, liebe Freunde. Was sagen wir zu dem Eingang? Ist tatsächlich recht unscheinbar, oder? Da haben wir auf jeden Fall schon verschnörkeltere Eingänge gesehen. Aber das heißt ja nichts. Also, ne, das hier finde ich immer so ein bisschen klobig, aber es ist natürlich sehr realistisch. So gesehen viele Gebäude halt nun mal aus. Was will man da noch großartig verzieren und jetzt überall hier noch Blumen hinmachen und Lampen? Sieht natürlich dann schöner aus, aber wie gesagt, hier wird echt mal auf Realismus Wert gelegt und das ist halt einfach auch mal realistisch. So, gehen wir mal durch den Eingang hier durch, von hinten natürlich auch sehr schön und gucken uns hier den Plaza an und hier werden wir direkt von einem opulenten Springbrunnen begrüßt und das sieht auch hier auch die Musik, wie episch. Ah, meine lieben Freunde, das ist das, was wir wollen. So, ein Riesenplaza, hier natürlich direkt Sitzgelegenheiten, wo man sich schön hinsetzen kann und was trinken oder essen kann. Sehr gut. Und in dem Falle wird uns auch der Weg einfach gemacht, denn wir müssen geradeaus, es geht weder nach links noch nach rechts. Diese Wahl wird uns erst hier gelassen. Wir gehen natürlich, ach guck mal, und hier sogar die Mühe hat er sich gemacht. Er hat sogar einen eigenen Plan erstellt. Ist der Typ krass oder was? Hier sind wir gerade lang gegangen. So, hier befinden wir uns. Dann schauen wir doch mal, was uns hier alles erwartet. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir finden auch alles. Ist ja auch immer die Frage. Also Main Street tatsächlich, wenn wir das vorne mitnehmen, dann ist die Main Street riesig. Was jetzt hier nach der Parkgrenze quasi ist, ist jetzt nicht so riesig, aber ist sehr, sehr schön. Guckt euch das an. Wie gesagt, echt, das sieht irgendwie wie eine echte Stadt aus. Jetzt nicht wie so eine Fake-Stadt im Park. Ja, die sind natürlich immer ein bisschen bunter und ein bisschen opulenter als jetzt eine richtige Stadt. Und das, finde ich, ist so ein bisschen näher an so einer richtigen kleinen City halt dran. Ja, nicht so einer Park-City. So, guck mal hier. Piratenbereich, Leute. Da geht mein Herz doch direkt auf. Octopus dreht schon seine Runden hier. Und auch wir sehen hier, typisch PixelWest, sehr weitläufig alles. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier, der Giant-Ausgang natürlich, klar. Willi, ist doch logisch. Ist doch logisch. Du gehst natürlich erstmal in den Ausgang. Und auch hier schön gemacht, wie man hier den Boden verfolgen kann. Und sich, ach guck mal, und da oben. Hier mit dem Wasserfall. Hier dreht sich was. Man hat immer was zu sehen hier. Eine Hängebrücke hier noch drüber gebaut. Schöner Berg. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Das ist 1A. So, wir gehen natürlich im Uhrzeigersinn und haben hier direkt der Giant. Und das dürfte aber dann auch hier der Eingang sein. Ach, guck mal, hier hat er sogar. Er macht alles, ne? Hier, Höhe, Thrill Ride, Excitement High, 4, normal. Also, Leute, da kannst du direkt sehen, was dich hier erwartet. So, wir haben natürlich den Priority Pass. Und gehen natürlich hier mal durch. Wir wollen auch ein bisschen die Schlange noch sehen. Aber wir sehen schon, ist im Main Street Theming gehalten, das Ganze? Warum auch nicht? Ist ja nahe der Main Street. So, und dann gehen wir hier hoch.
Schöne Tapete. Guck mal, als würde man hier jetzt drin sein, in so einem Wohnzimmer oder so. Ja, und dann warten wir noch kurz. Die Luise, drückst du da direkt das Knöpfchen? Sind wir da jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen in den Zug, der da stand. So. Hallo Luise, wir sind wieder da. Drückst du, Knöpfchen? Weiß nicht, was Knöpfchen... Das ist, glaube ich, schon niederländisch, oder? Knöpfchen. Ich benutze seit jeher ein niederländisches Wort in meinen Parkshows, nämlich Knöpfchen. Sehr gut. So, Leute, wir werden released. Es geht hier in den Lift hin hoch. Und mein lieber Scholli, das ist meine Hausnummer. Wie hoch mag das Ding sein? 60, 70 Meter, aber mal schon, oder? Damit haben wir dann einen... Hypercoaster. Ist aber komplett geraten wieder. Ich weiß, Megacoaster, Hypercoaster und Ultra, nein, Ultra nicht. Warte mal, Mega, Hyper, Megacoaster, Hypercoaster, war doch noch was. Aber nicht Hyper, oder? Mega, Hyper, Leute, es geht runter jetzt! Geil! Ich weiß, ihr schreibt mir das jetzt auch wieder unter die Kommentare. Ich werde es sowieso nicht behalten. Leute, der Zug ist abgefahren, wirklich. Ich bin 33, da lernst du nichts mehr. Ja? Da bleibt nichts mehr hängen. So einfach ist die Nummer. Hier schön die Airtime. Wobei vielleicht sogar ein bisschen zu langsam für die Airtime. Und auch zu weitläufig der Hill. Aber trotzdem hier ein sehr geiler Speed. Schöne Kurven. Das ist mal ein richtiger Giant hier auf jeden Fall. Hier war jetzt auf jeden Fall die Airtime am Start. Sehr geil. Also da reguliert er wie ein Profi mit dem Speed. Ja, ich weiß, es leckt hier sehr schön hier durch den Looping Louis durch. Sehr gut. Sehr, sehr schön hier. Die Sonne geht gerade unter. Ah, toll. Labyrinth hier am Ende. Fein austariert. Und dann wird man hier schön abgebremst. Doch abgebremst, ne? Ich dachte, kurz gedacht, wir beschleunigen. Nein, schon abgebremst, Brilli. Ist schon alles klar. So. Ja, schöner Coaster. Würde jetzt sagen, nichts mega Spezielles. Ist halt so ein Giga-Coaster. Giga war das andere. Mega Hyper Giga. Leute, habe ich es doch selber. Und es war wahrscheinlich sogar ein Giga-Coaster, oder? Leute, natürlich. Ich bin doch absoluter Profi. Hier steht doch Giga. Habe ich jetzt recht gehabt, oder was? Da brauchen wir doch gar nicht mehr diskutieren hier. Sehr schön. Also wie gesagt, dafür, dass der so hoch ist, hat er perfekt... Warte mal, möchte ich mir nochmal angucken. Weil tatsächlich ist es so, dass der erste Hill echt hoch ist. Und dafür im Vergleich der zweite gar nicht mal so hoch. Trotzdem irgendwie mit dem Speed perfekt gemacht. Sehr geil. Sehr lang gezogen hier. Da weiß ich nicht, kommt da die Erde dann so richtig krass raus? Doch, ne? Doch, das ist Airtime, klar. Ist Airtime. Habe ich vertan. Das war wegen dem Geruckel, sah es vielleicht nicht so aus, aber natürlich ist das Airtime hier. So, hier ist schon alles vorbereitet hier wieder. Irgendwelche Düsen, weil ich weiß gar nicht, wann die losgehen. Wenn hier einer runterfährt oder was? Kann mal einer kommen? Sind die getimed mit dem Ding da? Nee. Weiß ich nicht, für was die sind. Vielleicht für dieses Abendfeuerwerk, das dann auch mit Wasser und so. Möglich. Hier nochmal überlegt, guck gerade, ob hier irgendwo vielleicht ein Schalter ist. Ist aber nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wir gehen weiter. Sehen hier schon den Freefall Tower am Horizont. Moment mal, was denn hier? Ach so, Ring of Fear. Naja, schön, dass, wie gesagt, die Achterbahn da auch durchgeht. Das haben wir hier. Hier wieder ein Ausgang. Ah, hier ist der Eingang zur Wasserbahn. Okay, da gehen wir später mal nochmal hin. So, hier haben wir ein Restaurant. So ein kleiner Hinterhof hier, wo man auch schön den Coaster sich angucken kann. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir aber hier wirklich in der hinterletzten Ecke. Hier wird man überfallen und ausgeraubt. Aber das ist in jedem Park möglich. Und gehört auch zu jedem. So eine Hinterecke, wo man ausgeraubt wird. Gehört einfach auch in jeden Park hinein. Ach, guck mal. Jetzt kommen wir hier ein bisschen in das Fantasy-Märchendings oder was? Alpine Falls. Okay, schauen wir uns das natürlich auch an. Gehen wir mal ab die Bahn. Wenn wir schon bei Pixel West sind, dann gehen wir natürlich auch die Bahn ab. Müssen wir natürlich jetzt nicht mitfahren. So. Hier geht's lang. Schön den River hier erstmal ausgepackt. Was kommt auf den Turn, liebe Freunde? Schöne Poker-Insider hier. Ach, auch schön gemacht hier mit den Holzstäben. Rechts und links hier.
Und dann auch schön gemacht, das alpine Feeling. Natürlich Gymnospermen hier, so ein paar Nadelbäume hier. Sehr gut. Und hier hängen so Sachen. Richtiger Bergarbeiter hier. Ein Bergarbeiter und er wartet hier auf seine Sachen, die hier von unten nach oben geliefert werden. Natürlich Bier. Das ist ganz wichtig für Bergarbeiter. Ohne Bier geht mal gar nichts. Das ist ja wohl logisch. So, und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so eine lange Wasserbahn. Hier der Splash-Moment, Nummer 1. Ich glaube, es gibt 2. Auch schön hier, sehr schön gefilmt. Gefällt mir einfach. Und dann hier durch die Bergarbeiterhütte, die man eben von oben gesehen hat. Hier der ganze Proviant, Dynamit, alles, was man halt braucht im Bergbau. Ja. Und dann, ist das getimed hier oder wird man hier richtig nass? Jetzt in die Spinnenhöhle, ist doch was länger. Sehr schön. Natürlich getimed und auch noch nur die Mitte. Alter, das ist natürlich super. Wie so ein Vorhang, der sich dann genehmt auszugehen, damit wir nicht komplett nass werden. Und das ist natürlich hier geil. Das ist natürlich hier geil. Oder? Da erinnert man sich dann als Kind dran, weil man hier Schiss hatte wie sonst was. Das ist doch mega. Richtig widerlich. Schnell raus hier, liebe Freunde. Schnell raus. So, und hier auch geil. Sehr schön gemacht. Also wie gesagt, auch mal so eine Wasserbahn bauen, wo auch mal so ein bisschen Theming drin ist. Richtig cool. Und dann Abmarsch hier runter in den Splash. Sehr schön. Die Länge perfekt. Alles perfekt. Sehr, sehr geil. Nochmal durch die Spinnenhöhle dann durch. Durch eine kleinere. Und dann geht's hier wieder in die Station. Superbahn. Super Wasserbahn. Da kann man gar nichts dran aussetzen. Schönes Theming, 2 Splash-Momente, ja, und natürlich auch eine schöne Übersicht über den Park. Also alles, was das Herz begehrt. Und dann sehen wir hier das Kettenkarussell, natürlich auch am Start. Auch hier wieder Düsen. Ah, gehen die auch an, wenn das fährt oder was? Es sind mir irgendwie zu viele Düsen aus. Wahrscheinlich gehen die an, wenn es fährt. Aber das wurde gerade inspiziert. Jetzt. Ist der Ausgang zu? Warum sind hier Flöcke? Kann man nicht einfach wegmachen? Kann man nicht einfach wegmachen? Pixel, was ist da los? Pixel! Fällt mir nicht! Junge! Was ist denn hier gemacht? Irgendwelche Frikandel in den Boden gehämmert hier. Der muss weg. So, haben wir mal jetzt richtig gestellt hier. So, jetzt ist richtig. Mann, ey. Du bist auch ein Stümper, du. Mann, das gibt Abzüge, du. Macht der hier die Dinger nicht weg? So, haben wir das mal korrigiert? Ich sehe doch, wenn der Ausgang nicht richtig funktioniert, Leute. Ah, jetzt sind die Düsen an. Sehr gut. Also natürlich getimed mit dem Kettenkarussell. Sehr schön. Hat er denn den Eingang richtig? Wo ist denn... Wo gehen denn die Leute hier rein? Hat er den klassischen Fehler hat er hier gemacht? Er hat ihn natürlich ausgerichtet und dann immer kopiert und gedreht. Und. Oh, jetzt habe ich sie alle weggemacht. Entschuldigung. Hat die kopiert und gedreht. Und das ist natürlich ein großer Fehler, weil man dann vergessen kann, die hier wegzumachen. Mache ich mal für dich. So, jetzt haben wir den Park. Jetzt haben wir den Park zusammengebaut. Ist jetzt eine Kooperation Brillibi und Pixel West, liebe Freunde. Ist das gut? Ja, sicher. Da habe ich mir aber auch viel Mühe gegeben hier mit dem Park. Mein lieber Scholli, da könnt ihr mich jetzt auch mal loben. So, sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt, was ich die letzten Monate so getrieben habe. Habe ich alles gebaut hier. So, was ist das denn? Das ist aber geil. Das ist mal eine Idee, die ich so ordentlich gesehen habe. Hier dieses Musik-Express-Teil. Einfach mal hier rumgeballert. Ist natürlich, weil das ja in der Mitte angetrieben wird, jetzt in dem Falle unrealistisch. Aber man kann ja auch sagen, es wird nicht in der Mitte angetrieben, sondern es ist wirklich so eine kleine Raupenbahn, die halt wie eine Achterbahn angetrieben wird einfach. Und nicht mit dem Motor in der Mitte. Oder es geht da drunter her. Das geht natürlich auch. Gucken wir mal drüber hinweg. Aber die Idee ist mega und das sieht einfach auch mega geil aus. Einfach mal so ein Riesenturm. Ja, und unten fährt das Teil drum. Alter, richtig cool. Richtig schön verwunschen mit dem ganzen Blauregen und dem ganzen Gestrüpps hier. Sehr, sehr schön. Auch hier überhaupt der Berg noch, habe ich ja noch gar nicht richtig bewertet, hier mit dem schönen Wasserfall. Sehr schön. Also wunderbar. Auch das hier sieht cool aus. Ein bisschen old-fashioned. Ja?
Was ist eigentlich ein Ding? Also, der Wellen. Der Flieger oder was? Oh, wow, was haben wir denn hier jetzt? Jetzt kommen wir hier in den Steampunk-Bereich, oder wie? Ein RMC. Eieieiei. Da sind wir aber mal gespannt. Aber jetzt gucken wir erst nochmal hier rüber. Da waren wir ja noch nicht. Hier natürlich der Freefall Tower. Im so ein bisschen altdeutschen Stil hier alles. Das ist so ein bisschen Fachwerkhäuser. Ach komm, wir gucken einfach mal rein. Sollen das Schwerter sein? Sind das Schwerter? Das ist ja krass. Kriegt man ja mit der Angst zu tun hier, wenn man da runterfällt. Was hier? Das ist vielleicht ein Reservoir. Ein Wasserreservoir. Für diverse Shows. Keine Ahnung. Aber wir sehen auch hier, sehr schön realistisch hier mit dem Wasserrad, was da aus dem Reservoir hier reinfließt. Ja, und das hier, ey, guckt euch das mal an. Guckt euch mal das Stationsgebäude hier an. Wie geil sieht das denn aus? Ah Gott, hier kann man sich wieder so viel Inspiration holen. Allein das Gebäude hier auch schon wieder, das Mühlenhaus. Ja, das ist ein bisschen krasser als mein Mühlenhaus bei Funlibi. Aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also hier wird Strom produziert offensichtlich. Ja, zumindest wird das suggeriert. Gefällt mir. Also das ist wirklich Steampunk-mäßig hier. Schauen wir uns mal an. Mit dem RMC wollen wir natürlich eine Runde drehen, oder? Da wollen wir jetzt aber hier... Das Ausgang. Hier ist der Eingang. Wo geht das lang hier? Hier hoch. Alter, und das Stationsgebäude gefällt mir einfach richtig gut. Einfach mal so richtig Steampunk, aber so voll. So, wir fahren damit, mit der Energy. Clara, wie wär's? Drückst du das Knöpfchen oder was? Komm, Strom ist da, ich hab's doch gesehen. Strom ist da, ich hab's gesehen. Drück! Oh Gott, mein Gott, es ist doch immer dasselbe. Ah, Gott. Worauf warten wir denn hier? Weißt du, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Na gut, da kann ich wenigstens mal ein Glas trinken hier. Ah. Och nö. Inspektion oder was? Dieter, hau ab jetzt. Clara, drück's Knöpfchen jetzt. Na endlich. Inspektion. Sag mal, es hakt wohl. Bin hier Parkbewerter. Da wird keine Inspektion durchgeführt. Zack. Jetzt direkt ab jetzt. So. Steiler, sehr steiler Lifthill. Hat mal Gudo gerne 60 Grad Lifthill hier, oder was? Mein lieber Scholli. So, machen wir mal ein bisschen schneller. Auf jeden Fall gelb-schwarz vorne. Das gefällt mir als Dortmund-Fan natürlich schon mal wieder sehr, sehr gut. Das gerät auch nicht aus dem Blick. Das gefällt mir. So, sind wir gespannt. Auf folgende Sachen werden wir achten. Inversionen, Kurven. Aha, direkt die erste. Richtig geil. Quasi als erster Fall. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil gemacht. Schöner Speed hier. Es rauscht an einem vorbei. Ja, ist natürlich sehr smooth. Aber trotzdem dieses Ruckelige eines Woodys. Und da ist hier auch wieder Energie, die hier produziert wird. Sehr gut. Das ist ein sehr autarker und auch umweltfreundlicher Park. Oh, guck mal, wie das ruckelt, ey. Mein lieber Scholli, ey. Wir sind gerade runter auf 10 FPS. What the fuck? Warum denn hier auf einmal? Wir waren gerade die ganze Zeit bei 20. Keine Ahnung. Aber wir müssen viel sehen. Sehr schön hier, auf jeden Fall. Viele Inversionen, schöne Kurven, absolut grandioser Speed die ganze Zeit. Ja, Airtime haben wir schon gehabt. Leute, hier wird alles rausgeholt bei dem Coaster. Das ist ein richtig, richtig, richtig genialer RMC. Denn nicht einer der besten, die wir gefahren sind. Definitiv. Schön hier das Labyrinth am Ende. Einfach super. Einfach super. Grandioser Coaster. Da kann man überhaupt nicht, also ihr wisst jetzt überhaupt nicht, was ich hieran auszusetzen habe. Der ist einfach nur perfekt. Da stimmt einfach alles bei Energy. Ja, guckt euch das Teil an, das kannst du im Workshop stellen. Das ist in zwei Sekunden ist das der Renner. Das ist der Renner. Alleine hier, das hier oben gefällt mir so sehr. Ja, mega. Du denkst, der Erste, der das hier so siehst, oh, liegt natürlich am RMC. Oh, das ist ein Woody, wie krass geht der denn bitte da runter? Das ist doch unrealistisch. Nee,
Ist halt ein MC und da ist das möglich. Und das sieht einfach rasant aus und es ist auch rasant, aber trifft trotzdem den richtigen Speed. Und das ist natürlich die Kunst. Das ist natürlich die Kunst. Und das hat er hier perfekt gemacht. Gucken wir mal weiter. Hier im Märchenland. Natürlich hier alles sehr schön gethemed. Hier ist die Intensity. Ah, schöner Disco-Stu hier. Schöner Disco-Stu. Da war man besoffen auf dem Jahrmarkt drauf und hat die man sich klar machen wollte oder den man sich klar machen wollte, mal schön das Mittagessen, sagen wir, geschenkt. So, hier wird gebaut. Hier kommt vielleicht noch was hin. Oder es ist einfach nur eine Baustelle. Sieht mir aus nach einer Baustelle eines Gruselbereichs. Aber warum auch nicht? Alter, guckt euch mal jetzt hier den Wildwesten an. Mann, du, da knallen wir komplett wieder wie Planet Coaster Sicherung durch hier. Wie geil sieht dieser Berg aus? Oder? Wie geil sieht dieser Berg aus? Davon hat er auch, glaube ich, schon ein paar Fotos immer mal geleakt. Ja? Der Kompo-Chef. Sehr geil. Und Pixel West ist auch einer, der dann auch mal so ein bisschen... ja, ich würde natürlich jetzt hier hingehen, aber wir gehen mal hier hin. Der auch mal ein bisschen den Eingangsbereich themt. Jetzt nicht natürlich mega krass, weil man will ja Teile sparen. Was soll man hier jetzt großartig rumthemen? Aber er macht's. Ja, er lässt das jetzt hier nicht komplett außer Acht. Und das ist schon mal aller Ehren wert, wo ich auch jetzt nicht weiß, wo ich hingehen muss. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. What? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Was ist das? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Wo bin ich beim Coaster? Ach, das ist gar nicht der Coaster. Warte, ich fahr mit. Das ist ein Dark Ride, ein ähnliches Ding. Ich hab echt gedacht, what? Wo ist der scheiß Coaster denn jetzt? Aha. Ja, danke, Ludwig. Ich bin gespannt. Das hatten wir auch noch nicht, so ein Ding, ne? Das ist das erste Mal, dass wir so ein Ding hier haben. So ein Aufzugding. Wie heißt so ein Ding denn? Aufzugding halt. Jetzt wird uns eine richtige krasse Show geboten, oder was? Alter. Licht aus jetzt. Das ist aber gruselig. Ich weiß gar nicht, muss man sich hier umgucken, oder... denn das hier? Jetzt geht's noch höher. Oh, hier. Uäh. Schon wieder, der hat's aber auch mit Spinnen in diesem Park, offensichtlich. Der gute Pixie. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Weil jetzt ist unten einfach, wo man gerade lang gefahren ist, war noch nicht auf. Jetzt ist das auf. Und da kann man echt viel mitmachen mit diesem Ding. So ein Szenen... Ein Observieren von Szenen. Eigentlich ja wie beim normalen Dark Knight, nur halt... Dann auch mal eher in der horizontalen. Quatsch, in der vertikalen. Jetzt geht's noch eine Station höher und oh, Alter, ist das widerlich. Nee, ey, komm, mich raus. Ich bin raus. Leute, wo bin ich denn hier? Guck dir den an, da unten. So, hätten wir es auch vertont. Hat das eigentlich auch, kann das Ding auch diesen Effekt, dass man so ein bisschen runterfällt, quasi wie ein, ach und jetzt geil über den Park und da sind so Skelette am Haus. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Man ist hier gerade im Horrorhaus, aber trotzdem sieht man noch am Horizont den Park. Das ist eine sehr, sehr geile Sache. Kann dieses Ding auch Freefall? So ein bisschen? So ein 5 Meter Freefall? Das ist doch mega, wenn einem dann wirklich das Herz plötzlich in die Hose rutscht. Was ist denn jetzt? Passiert hier gerade irgendwas? War es das jetzt? Ja, ne?
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, mit so einem Ding sind wir auch noch nie gefahren. Und ich glaube, er hat das hier perfekt umgesetzt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir hier irgendwo aus dem Labyrinth auch wieder rauskommen. Glaube in die Richtung. Leute. Ja, mega. Mega krass. Also damit sind wir, wie gesagt, noch nicht gefahren. Und das hat er hier echt geil gemacht. Oder? Also mega. Das finde ich mega. So, jetzt gucken wir uns mal weiter um hier. Zurück auf die Straße. So. Auch hier Wild West. Natürlich perfekt gefilmt. Ja. Man kann sie nicht vertun. Der Eastbound River. Der lang fließt. Ich will aber mit dem Mine Train fahren. Warte mal, was ist denn jetzt passiert? Ist hier gerade ein Ding hochgeschnellt? Oder war das schon? Nee. Was ist das? Keine Ahnung. Wir gehen einfach leise weiter. Hier geht, was ist denn hier? Shadowlights. Show. Ah! Sind wir gerade rechtzeitig hier oder was? Oder ist das von der Achterbahn? Natürlich wieder ein Ausgang. Wollt ihr mich eigentlich hier komplett verarschen? Alter! Mega Feuerwerk hier! Boah, das sieht so gut aus. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich kann es nur wiederholen. Wie geil es einfach aussieht. Mega! Das ist mal ein richtig geiler Canyon. Ich guck fast gar nicht aufs Feuer, aber ich guck mir den Canyon an. Tatsächlich. Wir gehen jetzt mal langsam hier schon mal die Warteschlange entlang. Ich will mit dem Coaster fahren. Alter, dieser Canyon ist einfach mega. Da huscht schon der erste Wagen entlang. Hier, Stationsgebäude, schön in den Canyon eingearbeitet. Mega. So, jetzt will ich aber fahren. Ich fahre. Ich habe auch nur zwei Gondeln. Nee, einen vor bitte. Einen vor. Sehr gut. So. Martin, du drückst jetzt das Knöpfchen, oder? Na komm, du weißt doch, dass wir es wollen. Du willst es auch. Come on, Martin. Come on. Los, wir haben keine Zeit. Wir kommen aber auch immer zum falschen Zeitpunkt, ey. Ist das schon wieder kaputt jetzt, oder was? Martin? Oder was ist denn jetzt hier? Aha. Dankeschön. Wir sind langsam sauer hier, Martin. Das gibt's doch gar nicht. So, und dann wird's auch noch Tag. Und wir könnten uns den Coaster hier mal genauer anschauen. Sehr cool gemacht hier mit den Zahnrädern, wollte ich schon sagen. Mit den Rädern und den Bändern. Gefällt mir. Alter, jetzt speichert er wieder. So, und dann gucken wir mal, was der Canyon hier so kann. Na? Und hier schöner Schwinge hier. Sehr schön hier natürlich mit den gebrochenen Dingern. Und dann wird es hier auch schon fast dunkel. Sehr geil. Ich glaube, es wurde gerade kurz wirklich dunkel. Er hat das getimed, dass man, wenn man hier durchfährt, dass es dunkel ist. Natürlich achtet ein Pixel West auch darauf. So, hier hat er gemerkt, da muss man Speed rausnehmen. Obwohl die Bahn noch gar nicht so lange fährt. Aber er will da auch nicht den Flow nehmen. Das kann man gut mal machen. So, hier auch jetzt gerade mehr dunkel geworden draußen. Ist ganz geil gemacht. Und irgendwie hat er doch jetzt den Flow rausgenommen. Also ich finde, ja, das ist vielleicht eher so eine Themenfahrt auch. Und er ist natürlich gebunden an die Struktur des Canyons. Aber irgendwie war jetzt der erste Abschnitt war jetzt nicht so geil. Der war mir zu kurz. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen gucken. Was ist das denn hier? Was wird das denn für ein Coaster? Ist das ein Diver? Ist das, Diver.
Ist das ein Dropkick-Coaster? Was passiert denn da? Leute! Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass jetzt keine Leute mehr im Park sind. Und dadurch steht man jetzt hier, weil der unten natürlich wartet, bis Leute drin sind. Ich glaube, wenn Leute hier anstehen, dann hat das alles hier seinen Flow. Also werde ich das mal nicht bewerten, dass man jetzt hier rumsteht. Das liegt eben an den Blockbremsen. Und daran, dass eben keine Leute im Park sind. So, da geht's weiter. So, hier huschen wir den Canyon entlang. Sehr geil. Hier die Scheinwerfer. Sehr schön gemacht. Und jetzt der Abschnitt hier gefällt mir wieder richtig gut. Der ist schön lang und hier, Alter, guckt euch die Höhle an. Das ist einfach grandios. Na, wie viele Steine hier schon wieder verbaut wurden. So, hier an der Rafting-Anlage vorbei. Sehr cool. Und natürlich ein dritter Lift-Hill. Ah, na sicher. Ein schöner, richtiger Schwingi oder ein Mine-Train. Er braucht drei. Ach, aber nee, da ist Ende. Sehr gut. Ja, ist jetzt, finde ich, nicht der perfekte Coaster. Perfektes Theming auf jeden Fall. Ja, perfekt rausgeputzt, das ganze Teil. Der Cola Pit. Aber ich finde die Fahrt an sich jetzt nicht überragend, finde ich. Aber er fügt sich hier, wie gesagt, sowas von geil in diesen grandiosen Felsen. Also das ist wirklich aller Ehrenwert. Das sieht so gut aus. Respekt, PixelWest. Großen Respekt. Starlicious. Ne, was? Steakalicious, nicht Starlicious. No gold teeth. Okay. Au, was ist denn hier? Alter, Phantasialand hier, oder was? Das ist ja geil. Das sieht ja mega aus. Hier um die Stütze des Coasters rum. Was ist denn überhaupt der Einstiegsbereich von dem hier? Weil den haben wir ja auch in dem, ich glaube da hinten. Ich bin dran vorbei. Bin ich jetzt komplett dämlich? Was ist denn? Das will ich mir jetzt mal gerade angucken. Hier. Aha. Haben wir nicht gesehen, weil es so ein bisschen runterging, offenbar. Aber allein, wie das hier auch schon wieder aussieht, ne? Leute. Krass. Richtig, richtig geil. Allein der Bereich hier, das ist Screenshot-würdig. Das sieht so schön aus, einfach. Unfassbar. Unfassbar geil. Ja, und dann geht das... Der ist richtig lang, ne? Der geht hier dann runter. Warte mal, das gucke ich mir jetzt noch an. Geht hier in dem Schneckending um die Stütze runter. Und wird immer schneller. Und dann hier zack Richtung Canyon unterirdisch. Und zack ist man auch im Canyon. Schön mit der Tür quasi dann nochmal abgegrenzt. Hier, da sind wir eben lang gedüdelt. Sehr geil. An den Wasserfällen hier vorbei. Wunderschön. Ah, guck mal, ein gleiser Zug hier auch. Sehr gut. Und dann geht das auch langsam wieder zurück zur Station. Also, man hat hier viel zu sehen, wenn man damit fährt. Und man ist wahrscheinlich auch mal gute 5 Minuten unterwegs. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja was Schönes, lange unterwegs zu sein. Hier in diesem wunderschönen Park. So, jetzt gucken wir uns aber da hinten mal um. Ne, jetzt gucken wir uns erstmal hier das Ding an. Schöner... Wie nennt man die? Boomerang? Ist es auch ein Boomerang? Weiß es nicht. Hängender Boomerang. So heißt das Ding. Ah, hier steht's doch. Ein Inverted Boomerang. Okay. Ah ja. Also hängender Boomerang ist jetzt nicht so falsch, würde ich sagen. Wir fahren mit. Wer ist das da hinten? Rita, bist du's? Wir fahren mit. Wir machen eine Runde hier. Ich finde diese Bordturm-ähnlichen Stützen, die finde ich so geil. Die gefallen mir richtig gut. Und guck mal, wie die Zibori unten langfahren. Das sieht doch mega aus. Boah, da knallt sogar da unten. Und das Öl spritzt da. Also, Top-Performance. Definitiv. Zack! Durch die Station, ab in den Looping rein. Zack, boom, bang. Knallt das hier. Sehr geil. Wunderschön. Auch hier mit dem Auffangding. Sehr cool gemacht.
Dann geht's Richtung dem zweiten Bohrturm quasi. Boah, Alter! Ey, erschreckt mich nicht immer so, ne? Das hatten wir doch in der letzten oder vorletzten Parkshow auch schon, ey. Ah, dieser Hai, ne? Es geht. Ach geil, da wird auch noch so ein Feuerwerk released. Finde ich mega. Das ist natürlich mega unrealistisch. Weil wer geht da hoch und macht das Feuerwerk dann ständig dahin? Aber ist trotzdem geil. Alter, der Hai, ne? Wow, ich glaube, ich kann die Parkshow nur noch so ein Jahr machen, weil dann ist mein Herz einfach auch zu alt für solche Sachen. Ich kann ja jetzt schon keine Horrorfilme mehr gucken. Herzkasper, tot. So, wollen wir ja nicht. So, okay. Dann wird es jetzt hier langsam ausklingen. Sehr, sehr cool. Natürlich kann man so einen Boomerang jetzt nicht so viel falsch machen, würde ich sagen. Aber er ist sehr geil gethemed und mit den Bohrtürmen und so. Alles sehr schön getimed. Das ist natürlich dann trotzdem High Class. Ja, da kann man ja gar nichts sagen. Wunderschön. Wie gesagt, das macht auch richtig was her, die Teile hier. Das gefällt mir einfach richtig gut. Respekt dafür. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier ein Dropkick-Größer ist, Leute. Hat Pixel West an mich gedacht? An einen richtig schönen... Alter, wo ist denn hier bitte? Ich weiß ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Bei dem Einheitsbereich, du mein Lieber. So, was ist hier? Komm, zeig mal her. Das ist kein Dropkick-Größer, Leute. Das ist kein Dropkick. Subaquatic. Leute, da bin ich jetzt mal gespannt. Ei, wir können einen nach vorne, oder? Warte! Danke, Anna. Wird man nämlich jetzt beschleunigt hier. Alter. Haben wir eine Sauglocke über uns gerade zugemacht gekriegt? Was ist das denn für ein Größer? Oder was ist das jetzt hier? Wie habe ich das hier zu verstehen? Ist das so ein VR-Ding fast schon? Also es ist Luft raus, da bin ich mir recht sicher. Aber, oder ist das jetzt einfach unrealistisch? Dass es wirklich Wasser ist und wir durch Wasser fahren. Ich meine, dann ist die Reibung ja komplett anders, dann fährt er so einen Zug nicht lang. Es ist natürlich ein geiler Effekt, aber ich kann gerade nichts damit anfangen. Sieht alles mega aus, klar. Dann ist mal wieder was anderes. Gefällt mir natürlich richtig gut. Aber es sticht sich gerade mit dem realistischen Park. Wo kommen denn dann diese... Nee, es ist schon Luft, glaube ich, oder? Und dann einfach Seifenblasen wegen mir, oder? Und halt Wassersounds. Wie geil sieht das denn hier aus? Was ist das denn für ein helles Licht, Alter? Mein Lieber. Ja, stempeln wir es so ab. Also, vor allem habe ich kurz gedacht, ich hätte eine Tauchglocke über ihn gestülpt gekriegt. Warum denn eigentlich auch nicht? Ich dachte, das hier wären Tauchglocken eben. Habe ich dann. Also, wir können ja nochmal gucken. Also, es geht hier nicht ins Wasser. Es hat nur den Anschein, als würde es ins Wasser gehen. Sehr, sehr geil. Also, nehme ich alles zurück. Ist realistisch. Es macht halt diesen Wassersound. Hier ist Wasserfall und dann halt überall so Seifenblasen, die quasi als Bubbles hier fungieren. Mega. Richtig, richtig gute Idee. Ja, ich war komplett verwirrt erstmal. Wie ihr gemerkt habt. Aber das ist ja wohl richtig, richtig gut. Großes Lob. Also das ist mal eine richtig coole Idee für einen Coaster. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also Respekt dafür, Pixel. Großartig. Du hast mich aufs... Glatteis geführt, mein lieber Freund. Hast du mich aufs Glatteis geführt mit dem Coaster? Naja, werde ich mir merken. So, gehen wir weiter. Übrigens hier, auch geil, hängt ein schöner Hai. Kannst du boxen. Deine Aggression gegen Haie kannst du hier mal loswerden. Hier eine kleine Werft. Und hier Fischerdorf, Stuff Only. Wir sind gerade irgendwie falsch gegangen, habe ich das Gefühl. Das ist eine Sackgasse hier, oder wie? Wie ist das? Sackgassen. Auch hier geil, ey. Der Leuchtturm und hier die Hafen-City dann auch einfach. Ist das... Könnte fast die Niederlande sein, oder? Heimat und so. Die dann angrenzt hier aber dann auch an den Wild-West-Bereich. Und das ist wieder Feuerwerk.
Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie verpasst, wo es hier rüber geht. Also das ist Sackgasse. Da geht's zum Dings. Das heißt, ja, okay, wir müssen hier lang. Alles klar? Gut, gut. Riesenrad natürlich auch mit am Start hier. Maya Sushi. So, hier ging es zurück zu dem Märchenbereich. Haben wir da alles gesehen? Nee, ne? Hier gibt es noch einen Kindercoaster. Wir sind noch nicht mit dem Kindercoaster gefahren. Da sehen wir ja auch hier Low. 4 Low, also können wir damit auch fahren. Easy. So, gucken wir mal, ob Pixel West auch Kindercoaster bauen kann. Die absolute Premium-Klasse aller Coaster, weil schwerste Coaster. Da einen guten Coaster hinzubauen, ist einfach mega schwierig. Warte mal, wie war jetzt hier nochmal die Reihenfolge? Einfach mal alles durchdrücken. So, jetzt testen und dann sollte es auch direkt losgehen, oder? Lieber Mika. Mika, drück mal Knöpfchen. So, schauen wir mal. Lift Hill. Zack, die Boom. Schön hier mit der, mit dem Maya Express hier. Wie eine Maya. So, hier schön über den Park gucken. Ja, das ist Kinderspeed hier. Kinderspeed. Lächerlich. Ja? Nee, das ist natürlich sehr, sehr schön gemacht. Auch das Stationsgebäude sieht super aus. Man hat hier kindgerechten Speed, kindgerechte Kurven, kindgerechtes Theming. Alles perfekt. Sowas wollen die Kinder. Wir haben viel zu gucken. Gehen hier so die gartenähnliche Natur. Schön. Hier noch ein kleiner Helix. Auch nicht zu kurz und nicht zu lang. Ich finde, die hat so die perfekte Länge für so einen Kindercoaster. Man muss ja auch mal bei Kindercoastern darauf achten. Es kann ja auch sein, dass ein Kind komplett ausrastet direkt. Und dann, wenn er dann richtig lang ist, dann schreit das Kind so lange, dass es halt stirbt. Und da muss man halt drauf achten. Es darf nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Und er hat meines Erachtens nach eine sehr, sehr perfekte Länge. Definitiv. So. Sehr schön. Auch hier beim Riesenrad, das relativ mittig vom Park hier ist. Und da können wir mal gucken, ob man auch wirklich, wenn man hier oben ist, ob man da auch wirklich alles sieht. Aber ja, man kann wirklich einen richtig schönen Rundumblick hier über Pixelland machen. Auch mit dem Canyon hier. Ah, hier diesen Canyon. Und da hinten die Parking Area. Aber wir haben natürlich hier noch einen weiteren großen Coaster vor uns. Da wollen wir uns ja auch nicht lumpen lassen hier. Ist das hier der? Whirly Rio? 4 Low? Nee, Whirly Rio ist... Das hier ist Whirly Rio. Können wir eine Runde mitfahren, oder was? Wo geht's denn? Ich bin ja verwirrt. Wo geht's zu ihm hier? Geht das hier lang? Schöne Piraten-Setting hier. Das ist wieder der Ausgang! Mann, Brilli! Jedes Mal das gleiche Theater hier. Es hört aber auch nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ach Gott. Ja, okay, dann sind wir jetzt hier Richtung Main Street. Hier haben wir natürlich eben nicht hingeguckt, weil ich gehe ja immer links rum. Hier ist die Entrance zur Pulpo Gigantico. Oder Gigantico. also der... Nein, das ist auch nicht... Das ist ja der... Ich wollte gerade sagen, Pulpo ist ein Oktopus. Verdammt! Wo ist denn... Wo geht's denn... Hä? Bin ich jetzt komplett wahnsinnig oder was? Wo geht's denn bitte... Hier ist doch der Riesenanstehbereich, oder nicht? Habe ich das jetzt verpasst? Wille Bub? Wie geht's denn hier rein? Da vorn! Da vorn! Hier, Leute, ganz am Anfang! Da! Schiff! Shipwreck Cannon! Damit wollen wir fahren, Leute! Ach Gott, jetzt haben wir das auch mal geregelt hier. Und schön hier alles gethemt ist wieder. Wunderschön. Alter, das Stationsgebäude, ne? Ist jetzt wieder nicht so ein richtiges Gebäude, sondern einfach... Ja, das sieht einfach geil aus, ja? Einfach so ein Piratending. Einfach zugeklatscht mit ganz viel Zeug. Sehr gut. So, kannst du mir mal den Zug bringen, bitte? So, einfach mal hier wieder überall draufdrücken. Die richtige Reihenfolge ist dabei dann auch egal. So, wer drückt denn hier das Knöpfchen? Wir haben jetzt nicht gesehen.
Ah, sehr versteckt, die Vanessa. Aber danke fürs Knöpfe drücken. Wir gucken uns mal an, was dieser Coaster hier beinhaltet. Das ist ein klassischer, ne? Das ist Klassiko. Klassischer Star-Coaster ist das, oder? Solche, die ganz alt sind und noch in Parks stehen. Sorry, ich habe gerade verwirrt, wie schnell ich bin. Aber wir haben nicht viel verpasst. So, hier in die Corkscrew rein. Sehr schön. Klassisches Element. Damit konnte man früher die Leute noch beeindrucken. Sehr schöner Loop hier. Fein. Hier ein bisschen Airtime, bei der man sogar noch abgebremst wird, weil man hat gerade echt viel Speed hier durch den Rumpf des Schiffes. Sehr schön. Also viele Inversionen tatsächlich auch für so einen Coaster. Ein bisschen nah die eine Stütze. Wenn man da den Arm raushält, dann knallt's. Aber Top-Coaster. Schön lang vor allen Dingen. Viele Inversionen. Airtime. Ja. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr schöner Coaster. Definitiv. Also das Stationsgebäude finde ich einfach so geil. Das gefällt mir richtig gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und natürlich auch hier sehr gute Bewertungen. Logisch. Wir sind hier bei Pixel Westman. So, okay. Ich glaube, dass wir alles gesehen haben. Naja, grob zumindest. Alter, ja, man kann natürlich hier viel, viel mehr entdecken. Aber guck mal hier. Poollandschaft vom Hotel. Mega. Aber ihr sollt euch natürlich den... Und hier, der Naturpool quasi dann auch noch. Ihr sollt euch den Park ja auch noch selber runterladen, damit ihr selber auch noch mal einen Streifzug durch diesen Park machen könnt. Das wäre ja nur fair. Dem guten Pixel West und dieser... ich glaube, er hat 9 Monate an diesem Park gesessen. Richtig krass. Und es hat sich natürlich gelohnt. Absolut. Ein krasser Park. Und er ist gar nicht so groß. Man geht hier quasi nur einmal rum und das ist schon alles. Aber ihr habt es ja gemerkt, die Parkshow geht schon wieder 52 Minuten. Das heißt, wir haben viel gesehen. Das liegt halt einfach echt daran, dass es so krass zugeballert ist mit so vielen Details und tollen Sachen. Also es ist einfach ein grandioser Park wieder mal. Ja. Wir hoffen, dass Pixel West immer weitermacht, damit wir solche Parks dann häufiger zu Gesicht bekommen. Denn es ist natürlich, wie gesagt, High Class. Es ist High Class, ja. Und ich bin einfach nur happy und froh, dass wir uns den jetzt zusammen angesehen haben. Ich wünsche euch weiterhin frohe Weihnachten. Ja. Passt auf euch auf. Wir werden jetzt keine Bewertung vornehmen. Ihr wisst, es ist Pixel West jetzt hier und brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht. Es ist vollkommen egal. Ihr habt ja gehört, was ich gesagt habe. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Schön weiterhin frohe Weihnachten. Wir haben ja jetzt den ersten. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Übersteht alles gut. Passt auf euch auf. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Und bis dahin sage ich tschüss. Macht es gut. Und einen guten Rutsch wünsche ich euch auch schon mal, falls ihr die anderen Formate nicht schaut. Denn eine weitere Parkshow wird es am Donnerstag nicht geben. Das ist jetzt vorgezogen auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Ich sage tschüss. Macht es gut. Euer Brilli. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht schaffe ich noch, aber ich glaube nicht. Macht es gut, euer Brilli.